Und dann schleppt euch zu Jule mit euren letzten Kräften, liebe Helden. Da vorne ist sie und wartet auf euch. Zeigt mal eure Waren und dann bitte einmal den ganzen Ramsch hier verkaufen. 140.000, uiuiui. Gibt's noch was zu sortieren? Ja, jede Menge. Das ist Schrott. Das ist Schrott. Das ist Schrott. Ach, das Schädelzepter, oder? Ach, das behalte ich mal. Das hier ist auf jeden Fall auch alles Schrott. Und das ist auch alles Schrott. Mann, habe ich viel Kram eingesammelt gerade. Ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Gold eigentlich soll. Und zwischendurch war es ja durchaus mal so, dass Gold Mangelware war. Aber mittlerweile... So, alles weg. Und das gleiche nochmal. Schrott. 151.000, schön. Geht mal da rein. Da geht's zu Drykan. Möglicherweise kann ich jetzt was bauen lassen, was reparieren lassen. Für die Axt fehlt noch was. Und für den Schild fehlt auch noch was. Na gut, ich gebe mich geschlagen. Und raus. Das sind aber echt viele Teile, die ich da suche. So, dann, Helden, geht mal bitte ins Lager des Abenteurers, um ein paar Sachen in die Truhe zu packen. Dringil im Lager des Abenteurers. Da geht's mal direkt an die Truhe. Ich habe einiges einzupacken. Nämlich zum einen, na, obwohl, ich weiß es gar nicht so genau, das Entsetzlichkeitsperiapt plus 7 auf jeglichen verursachten Giftschaden und Bewegungsgeschwindigkeit. Ich muss noch mal gerade ein bisschen planen. Leider geht das gerade nicht, weil ich die anderen Helden nicht in der Gruppe habe. Ah, wie schade. Die Frage ist nämlich, welcher Bogen am besten ist. Dringil bleibt auf alle Fälle beim Bogen des Henkers, der ja eine 5%ige Chance hat, das Ziel bei einem kritischen Treffer sofort zu töten. Das passiert relativ häufig, wie in den letzten Videos gesehen. Also das bleibt auf alle Fälle bei Dringil. Aber was hat Illydia? Illydia hat auch irgendeinen gelben Bogen. Ich glaube, sie hat den Hungerbogen. Und ich frage mich gerade, ob einer dieser Bögen ja besser ist als der Hungerbogen. Das werde ich dann mal sehen müssen. Und das Schädelzepter, da frage ich mich gerade, ob... ob der Stab, den Hobbit hat, nicht schlechter ist als dieses Schädelzepter. Deswegen mache ich mal gerade Folgendes. Ich gehe mit der Stammgruppe einfach mal raus aus dem Lager des Abenteurers irgendwo hin, um dann da nochmal zu schauen, was am besten die Helden tragen sollten. Also, Dringil, geh mal raus. Und es geht nach Grackelsduck ins Dunkelseeviertel hinreisen. Oder im Unterreich, habe ich da irgendwas Neues eigentlich? Nee. Also, Grackelsduck, Dunkelseeviertel hinreisen, akzeptieren in der Stammbesetzung, also mit Jahild und Illydia und Hommet. Hommet. Und natürlich werde ich aufgelauert, jetzt wo ich einfach nur mal kurz raus wollte, um ein paar Sachen zu sortieren. Wer seid ihr denn? Duergar, Magier, Berserker, Raufbold und Kämpfer, rasiert euch mal. Dringil. Aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich jetzt hier gelandet bin. Da kann ich direkt wieder umdrehen, dann zurück ins Lager des Abenteurers. Dringil schießt mal auf den Magier. Bumm. Ja, Held kommt. Dringil, du... Zurück. Herr Dringil, gehst du wohl zurück? Danke. Was ist denn hier los? Dringil, schieß den Magier um. Jetzt. Und jetzt... Geschwärztes Banner, Quatsch.
Illyria und Dringil macht diesen Berserker klein. Gong. Und weg. Jetzt alle auf den Kämpfer da. Und weg und auf den Raufbold alle. Und weg. Ich glaube, das war jetzt wieder dieser Bogeneffekt, oder? Ja, Dringil traf kritisch, ja genau. Ach, dieses Banner ist noch da. So. Da gibt es ein bisschen Erfahrung, leider nichts zu plündern, doch. Da hinten bei dem Magier, nämlich einen Heiltrank. So, jetzt aber ins Inventar. Zuerst mal zu Illyria, wegen der Bögen. Illyria hat, ich vergleiche mal so, den Hungerbogen. Und der Stecher hat den gleichen Grundschaden, hat mehr Trefferchance und Schaden und 25% Chance, Verfall auszulösen. Wohingegen der Hungerbogen eine Chance hat, jemanden zu lähmen und eine Chance hat, Nekroschaden zu verursachen und Illyria zu heilen. Was ist jetzt besser? Diese 5%ige Chance ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Außerdem, selbst wenn die 5% Chance kommt, kann es trotzdem sein, dass dann nur 6 Nekroschaden verursacht werden, also nur 6 Punkte geheilt werden. Das ist echt nix. Also würde ich mal sagen, der Stecher ist besser als der Hungerbogen. Deswegen schon mal austauschen. Und jetzt nochmal Vergleich mit dem Stecher der Krankheiten. Der ist ein bisschen schlechter, weil es ein Kurzbogen ist. Der macht Feuerschaden. Und er verursacht ziemlich heftigen Giftschaden über mehrere Sekunden. Eigentlich müsste man den Stecher der Krankheiten zusammen benutzen mit dem Entsetzlichkeitsperiapt, weil das ja dann weitere 7 Punkte auf den Giftschaden obendrauf macht. Illyria hat plus 3 Intelligenz, plus 5 auf jeglichen verursachten Blitzschaden. Blitzschaden bringt nichts. Und Intelligenz, Illyria, wie viel Intelligenz hast du denn? 13. Die ist für Arkane-Zauber wichtig, also gar nicht mal so interessant für Illyria. Was sagen denn die Preise? Die Preise sagen, dass das Entsetzlichkeitsperiapt besser ist. Bewegungsgeschwindigkeit, ja. Also, Illyria bekommt das Entsetzlichkeitsperiapt und sie bekommt den Stecher der Krankheiten. Und dann spekuliere ich darauf, dass 9 bis 27 plus 7, also 16 bis 34 Giftschaden über 10 Sekunden gemacht werden. Dafür ist dann halt der Grundschaden ein bisschen geringer, aber auch der ist ja bei mindestens mal, ja, 2 wegen Grundschaden und Feuerschaden und bis zu 12. Und durch das Periapt ist Illyria schneller. Das sind so meine Gedanken. Also diese beiden gelben Bögen werden eingelagert. Dann Hommet. Hommet hat einen Stab, Stab der Macht. Also ich vergleiche das mal hiermit. Der gibt ihm Rüstungsklassen und einen Beherrschungsbonus und Bonus auf Rettungswürfe. Und er wirkt zufällig verschiedene Magierzauber. Da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Das Schädelzepter macht hingegen 5 bis 13 Nekroschaden. Nee, okay, also Hommet bleibt bei diesem Stab. Aufgrund der Rüstungslasten und der Boni. Also geht das Schädelzepter dann auch mal weg. Ich behalte es mal noch, weil das der einzige Stab ist, der Nekroschaden hat. Und das ist ja etwas, was Hommet benutzt durch seine eisige Berührung zum Beispiel. Noch irgendwas? Ja, das war ja hier diese Halskette von Illyria. Hommet braucht keine Intelligenz mehr. Also, apropos keine Intelligenz mehr brauchen. Ja, ich weiß nicht, was Talistras Amulett macht. Aber das Auffassungsamulett ist für Hommet auch nicht wirklich besser. Für Jahild natürlich auch nicht, die macht ja gar keinen Blitzschaden und für Dringil ist das natürlich auch völlig uninteressant.
Deswegen wandert das auch mal in die Gildentruhe. Ja, von hier kann ich ja nichts einlagern. Und den Rest habe ich verkauft. So. Okay, Helden. Jetzt, Trinkiel, schau dich hier nochmal um. Nicht, dass hier wieder so ein Höhleneingang ist. Das hier ist Weltbereisen. Was ist das hier in der Mitte? Sieht aus wie irgendein Sarg. Aber offenbar nix. Na gut, Helden, dann geht nochmal zurück ins Lager des Abenteurers, damit Dringil alles einpacken kann. Da geht's lang. Lager des Abenteurers. Hinreißen, akzeptieren. Und jetzt geht's aber an die Kiste. Und Dringil packt ein. Diese beiden gelben Bögen und das Schädelzepter und hier dieses Auffassungsamulett. Schön. Mehr geht nicht. Und wo ich schon mal hier bin, spricht Dringil nochmal mit Hommet und mit Itzkin, weil das diejenigen sind, deren Geschichte ich noch nicht komplett kenne. Hallo Hommet, ich würde gerne mehr über euch erfahren. Ein andermal. Wann ist denn bei dir ein andermal, Hommet? Oder bin ich mit Hommels Geschichte auch schon fertig und er sagt immer nur ein andermal? Aber das wäre auch irgendwie komisch. Hier, Itzkin, hast du noch was zu erzählen? Wie könnt ihr dem glorreichen Herrn der Finsternis dienen, indem ich mir seine dämliche Geschichte anhöre? Dringil kann Itzkin ja überhaupt nicht leiden. Ich möchte etwas über eure Vergangenheit wissen, sagt er zähneknirschend. Was für ein Pech, jetzt sind wir hier. Kurz nach der Mykonidenkatastrophe wurde ich nach Mentsu-Beranzan gerufen. Ich sollte dort ein Urteil bei der Gerichtsverhandlung eines stadtbekannten Drow-Verbanden fällen. Brixit war der Name, oder so ähnlich. Hatte noch nie von ihm gehört. Natürlich wussten die Drow nicht, dass ich gerufen wurde. Also haben sie mich angegriffen. Ich konnte nur ein paar von ihnen häuten, ehe sie mich in ihre minderwertige Dunkelelfenzelle geworfen haben. Das passt doch zum Herrn der Finsternis. In dieser Zelle war es bestimmt finster. Leider kann Dringil ihm so einen Spruch nicht reindrücken. Er sagt einfach, erzählt weiter. Oder? Nee. Nein, Dringil sagt, ich habe keine Ahnung mehr, was davon stimmt und was ihr erfindet. Wie bitte? Warum macht ihr den Mund auf? Hier geht's um mich. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie wollten nur einen Sklaven aus mir machen. Es gab kaum gebrochene Knochen oder Blutvergießen. Und gaben mir sogar Essen. Genug zum Überleben. Wie schrecklich. Ab da wusste ich, dass meine normalen Dero-Gedanken mir nicht die Freiheit schenken würden. Ich musste wie ein Drow denken. Also begann ich zu winseln und tötete meinen Bruder, der zufällig in der Zelle neben mir war, auch wenn er nicht wirklich existiert. Oh weia. Moment, ihr habt etwas von eurem Bruder gesagt. Blick nie zurück. Das hat mir mein Paps gesagt, kurz bevor er atemlos zu Boden ging. Es war ein Schlag, der meiner Familienliebe und Zuneigung Ausdruck verleihen sollte. Eins folgte dem anderen und ehe ich mich versah, war ich in der Wildnis des Unterreichs. Mentsu-Beranzan stand hinter mir in Flammen. Ich weiß nicht, wie es passierte oder ob es überhaupt passierte, aber bitte. Lasst euch das eine Lehre sein. Gab es da irgendwo eine Moral? Natürlich gab es eine Moral. Ein Kobold darf nie eure Stiefel fressen, egal wie sehr er darum bettelt. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Nein? Dieses ganze Süßholzgeraspel macht mich müde. Ihr könnt nicht zufällig einen Fingernagel entbehren oder vielleicht einen Zehennagel? Nein? Habt ihr euch Gedanken über unsere Situation gemacht? Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich war schon mal im Gefängnis. Der Schmerz, die Qual, die schrecklichen Schreie die ganze Nacht lang. Herrlich! Es ist wie ein wunderbares Fest der Folter. Und das Beste an den Duergar-Gefängnissen ist, dass sie einen nie rauslassen. Natürlich mit ein paar offensichtlichen Ausnahmen. Ich habe gerne rostige Eisenstücke verteilt, mich zurückgelehnt und mir das Spektakel angesehen. Ach, das waren noch Zeiten. Ich sollte gehen. Na gut, ich werde dich erwarten und nicht daran denken, euch zu töten. Trinki würde ihm am liebsten einen Kopf kürzer machen, und zwar einen weiteren. Ja, leider geht das ja nicht. Ja, alle anderen habe ich schon gesprochen, deswegen geht es jetzt mal weiter. Weltbereisen, Dringil. Mit.
Also, wo geht's hin? Es geht hin nach Grackelstuck. Da ist... Ah, okay, da ist die Seefeste. Ich gehe nochmal in das Dunkelseeviertel. Mit Jahild, Illydia und Homet. So, Dunkelseeviertel, hallo. Ich habe ja noch relativ viele Nebenquests und ich weiß gar nicht, wo die alle stattfinden, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was passiert, wenn jetzt die Helden aus dem seefesten Gefängnis jetzt hochklettern, ob ich dann mich dem Ende des Spiels nähere, weil da soll ja angeblich die Mondträne sein. Ist euch aufgefallen, dass die Duergar sich eigenartiger verhalten als sonst? Wäre mir nicht aufgefallen. Andererseits kommt das in letzter Zeit häufiger vor. Aha. Ja. Also ich frage mich, wo ich diese ganzen Nebenquesten eigentlich erledigen soll. Die haben ja alle irgendwie was mit Krackelstuck zu tun. Aber hier im Dunkelseeviertel, wo ich mich frei bewegen kann, habe ich nichts. Und finde ich nichts. Keinerlei Questmarkierung mehr. Komisch. Und hier geht's nicht weiter. Also bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als in die Seefeste zu reisen. Komme ich hier rein jetzt? Durch das Tor? Das wäre irgendwie unlogisch. Nee, da komme ich nicht rein. Also muss ich nochmal zurück. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Bei der Gelegenheit kann ich gleich nochmal schauen, dass hier wirklich nichts auf der Minimap auftaucht. Was sind das eigentlich für Truhen hier? Dringil, du hast ja immer mal hier schon die Fallen entdeckt. Ja. Aber konntest du was damit anfangen? Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Ja, super. Ach, hier ist jemand. Oh, seid gegrüßt, Reisende, sagt Dorgrill. Wer ist denn Dorgrill? Jemand, der eine Tür grillt? Ja, hallo, hallo, sagt Ranis. Reisender, wie schaut es aus? Habt ihr Lust auf ein Spiel? Oh, oh. Was für ein Spiel? Ein lustiges Spiel. Oh, es macht Spaß. Ja, ja, viel Spaß. Ich habe ein Rätsel für euch, Reisende. Mein Freund und ich haben einen Schatz, wie ihr sehen könnt. Wenn ihr unser Rätsel richtig beantwortet, gehört der Schatz euch. Kein Haken, kein Risiko, nur Spaß. Ja, dero Spaß, super. Seid ihr bereit für unser kleines Rätsel, Reisende? Bringen wir es hinter uns. Ausgezeichnet, gut, lasst uns anfangen. Hinter uns sind zwei Kisten. Eine ist eine tödliche Falle, die andere macht euch reich. Wir werden euch sagen, welche Kiste ihr öffnen sollt. Oh weia. Aber einer von uns sagt immer die Wahrheit, der andere lügt immer. Hehehe, na los, stellt eure Fragen, Reisende. Ja... Ihr linker Dero, also der linke Dero ist der mit Glatze, oder? Ja, vermutlich. Welche Kiste würde mich töten? Der sagt entweder die Wahrheit oder er lügt. Hm. Intelligenzprobe. Wenn ich fragte, wo der Schatz ist, auf welche Kiste würde euer Freund dann zeigen? Das ist interessant. Mal kurz überlegen. Also, wenn ich diese Frage demjenigen stelle, der die Wahrheit sagt... Dann wüsste der ja, mein Freund würde lügen und würde auf die falsche Kiste zeigen. Dann würde der also sagen, der zeigt auf die Fallenkiste. Und wenn ich diese Frage stelle an denjenigen, der lügt, dann würde der wissen, mein Kumpel sagt die Wahrheit, also zeigt er auf die richtige Kiste, aber da er lügt, zeigt er auf die falsche Kiste. Also, oh, Hilfe, hoffentlich blamiere ich mich jetzt nicht gerade. Mit meiner eigenen Quer-Intelligenzprobe. Also meine Theorie ist, dass wenn ich diese Probe bestehe, Option 3,
dass dann beide Deros mich auf diejenige Kiste hinweisen müssten, in der die Falle ist. Ich muss dann also die andere aufmachen. Wow. Also, wenn ich fragte, wo der Schatz ist, auf welche Kiste würde euer Freund dann zeigen? Erfolg. Hihihi, ganz gewieft, was? Nun, mein Freund würde nach links zeigen. Mhm. Und ich würde nach rechts zeigen, das ist unlogisch. Was? Wartet. Nennt ihr mich etwa einen Lügner? Ihr nennt mich einen Lügner. Was ist denn nun los? Bruder, Bruder, beruhigt euch. Wir haben das geprobt. Ich bin der Lügner und ihr sagt immer die Wahrheit, glaube ich. Glaubt ihr? Urk. Ihr bringt mich vor anderen immer in Verlegenheit. Still bleiben? Blödsinn! Ich bin derjenige, der sich schämen sollte. Ihr habt euch immer geschämt, weil ich Mutters Liebling war. Wir erinnern uns gar nicht mehr an Mutter. Ihr seid ein Lügner. Ihr seid der Lügner, Lügner. Ich werde euch zeigen, wer der Lügner ist. Still bleiben? Ihr werdet für eure moralischen Verfehlungen bezahlen, Lügner. Zumindest sterbe ich in dem Wissen, dass ich ein Leben ohne Lügen geführt habe, Bruder. Jetzt kloppen die sich. Moment mal. Ja, sie streiten sich. Und was kann ich jetzt machen? Ich kann nichts tun. Dringil, kannst du jetzt diese Fallen hier entschärfen? Die haben sich gegenseitig böse. Aber Dringil findet das gut, weil er kann Deros nicht leiden. Jetzt kann ich aber endlich auch endlich diese Falle deaktivieren, was gar nicht geklappt hat, aber Dringil ist ausgewichen. Diese Truhe ist leer. Super. Und diese Truhe enthält eine markierte Axt. Schade, ich dachte einen markierten Rubin. Bringt die Benutzer zum Schweigen, erhöht jedoch die Bewegungsgeschwindigkeit um 80% und die Aktionsgeschwindigkeit um 25%. Das ist Ramsch. So. Das war ja eine nette kleine Episode. Ich wundere mich, dass bei Dringil diese Intelligenzprobe funktioniert hat, weil Dringis Intelligenz, die ist ja nun 8. Ja, reden wir nicht drüber. Er ist halt ein Schurke. Und Verbrecher und Dieb und so weiter. Und geschickt und alles Mögliche, aber nicht schlau. So. Ja, ich wollte jetzt zurück auf die Karte, also in diese Seefeste. Also dahin. Seefeste, hinreisen. Hinreisen? Hinreisen, akzeptieren. Und mal wieder aufgelauert, das nimmt ja gar kein Ende heute. Da macht sich gerade einer unsichtbar. Dringil, das wird ihm doch nichts nutzen, oder? Kleriker, Kämpfer, Kämpfer und Späher. Ich glaube, der Kleriker muss zuerst weg. Attacke. Macht den Kleriker alle. Hommet, machst du auch was? Wo ist Illydia eigentlich? Illydia? Ach, die steht auf Dringil drauf. Ah, na gut. So. Macht ihr mal diese hässlichen Banner weg. Gong. Jetzt das da. Und jetzt auf den Kämpfer. Wer schießt denn da mit Feuerbällen? Es ist doch gar kein Magier mehr da. Ach, der ist resistent. Jetzt auf den da.
Nochmal setzen. Gong, Todesschuss. Und nochmal. Und nochmal. Gong. Jahel steht wie eine Eins. Nur der Duergar-Späher meint noch irgendeinen Vorteil hier daraus zu ziehen. Sich zu verstecken. Der wirft mit irgendwelchen Feuerbällen oder schießt mit Feuerpfeilen oder irgend sowas. Na warte, Freundchen. Bumm, ich falle. Ja, genau. Oh, hier ist noch einer. Ein Duergar-Assassine. Das war der, der sich ganz am Anfang unsichtbar gemacht hatte. Und der schaltet mir Illydia aus. Oder irgendjemand schaltet mir Illydia aus. Hommet, hebt die mal bitte wieder hoch. Trinki wird mit dem hier alleine fertig. Vor allen Dingen, wenn... Hommet, geh doch mal dahin. Ich hab dir doch gerade was gesagt. Ihr Attacke. Hommet, du sollst nicht schlafwirken. Du sollst Illydia aufheben. So. Das war's. Neue Stufe Hommet. Stimmt, der fehlte ja noch. Gibt's hier was zu plündern? Ja, hier gibt's ein kleines Beutelchen mit ein bisschen Gold. Und das war's. Trinkige sucht mal sicherheitshalber. Und ich gehe mal hier zu Hommet. Und schau mir mal an, was er so kann und melde mich gleich wieder. Und da bin ich wieder. Hommet bekommt Verwirrung Rang 2. Und aus dem Baum Nekromantie. Die eisige Berührung Rang 4. Und Untote beschwören Rang 2. So. Attributspunkte gibt's nicht, ne. Schön, Helden. Auf geht's. Da geht's raus. Ist hier irgendwas? Eine tiefe Schlucht mit irgendwelchen Fäden oder Seilen, die von links nach rechts verlaufen. Und hier ist auch irgendwas. Was ist denn das? Sind das Knochen? Ach, das Unterreich ist komisch. Geht mal da raus. Und ich möchte immer noch zur Seefeste.